Jo, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video hier. Ich habe mal wieder ein Victorinox gekauft und der ein oder andere wird es vielleicht schon erkennen, aber drehen wir mal um. Hier habe ich das Victorinox Money Clip in Silber. Ja, nehmen wir es mal raus. Und wie ihr seht, ein wirklich tolles Messer. Also es sieht schon richtig, richtig gut aus. Und hier haben wir den Clip, dazu kommen wir gleich noch. Natürlich haben wir wieder eine sehr, sehr schöne und scharfe kleine Klinge. Auf der anderen Seite haben wir dann noch eine Nagelfeile. Und hier haben wir noch eine Schere. Joa, aber warum heißt das Money Clip jetzt eigentlich Money Clip? Deshalb. Und zwar kann man hier bei diesem ziemlich fest sitzenden Clip Geld reinklippen. Oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Joa, ich glaube, ich habe jetzt gerade kein Geld da. Ich habe drei Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und drei Geld? Oh, ich habe doch was gefunden. 10 Euro. Hashtag YouTube Money und so. Wie ihr seht, hier könnt ihr euer Geld einfach mal dran machen. Ob das jetzt unbedingt alltagstauglich ist auf Dauer, ich weiß es nicht. Ich kann es ja mal versuchen. Aber ich persönlich denke, dass ich hier diesen Clip eher als Bokeh-Clip verwenden werde. Also wenn ich es mal in die Hosentasche stecke oder wenn ich ein Hemd oder einen Pullover mit Brusttasche anhab, dann kann ich es einfach ranklippen. Ich denke mal, das wäre vielleicht eine bessere Variante. Ja, das war's eigentlich schon mit dem Video. Ich wollte es euch einfach mal kurz hier vor die Kamera halten. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren, falls ihr hier zum ersten Mal seid. Bis dahin, euer Dirty Cross. Ciao.